You need to know that I'm a So, wieder hallo, es kommt zurück zu einer neuen Ausgabe von The Crew 2 hier in den USAs. Wir sind zurück hier in unserem wunderschönen HQ mit mehr Blick. Ja, kann man machen? Kann man sich hart gönnen mal. Und ja, wir machen heute weiter mit der Hypercar-Klasse. Und das neue Baby habe ich mir schon gegönnt. Das steht nämlich schon hier. Ich mal gucken, ob man das von hier so erblicken kann. Wartet. Ihr dürft den Booty sehen, wenn wir jetzt hier einmal rumlaufen. Müsste der Booty euch ins Gesicht springen. Oder sieht man ihn jetzt hier? Nee. Der Booty springt euch nicht ins Gesicht, was ist das denn? Da spricht euch der Booty ins Gesicht. Genau, der McLaren F1, für mich immer noch eines der absolut geilsten Autos überhaupt. Und ja, das liegt einfach daran, das Ding ist, was Saugermotor angeht, immer noch ein Biest. Ist immer noch der schnellste Hypercar mit Saugermotor. 391 km/h damals Topspeed erreicht mit einem Saugermotor, ohne Turbo, ohne Kompressor, ohne Hybrid, allem Pipapo in den 90ern, 391 km/h, kann man mal gönnen. Und ja, wie gesagt, wurde auch bisher nicht geschlagen. Klar gibt es mittlerweile schnellere Autos, brauche ich nicht drüber reden, aber die sind entweder Turbo, Kompressor oder Hybrid geladen. Dementsprechend zählt das nicht rein. Also dementsprechend ist das Ding, was Saugermotoren angeht, immer noch ungeschlagen. Und sagen wir mal so, das wird sich natürlich auch nicht ändern, weil, ja, warum sollte man sein Antriebskonzept jetzt zurückentwickeln? Weil das wäre ja so, ne? Von Turbo oder Kompressor wieder zurück auf Sauger zu gehen, wäre ja in den meisten Fällen leider Quatsch. Dementsprechend bleibt das Ding auch ungeschlagen, was auch gut ist, eine Legende bleibt. Und den werden wir uns heute mal ein wenig gönnen. Nebenbei, das Geile ist, drei Sitze. Du sitzt als Fahrer in der Mitte und hast noch Beifahrer links, rechts. Warte, ich zeige dir das mal. Das ist der absolute Obershit. Das ist das geilste Feature an diesem ganzen Auto. Nebenbei auch die Türen. McLaren hat es immer noch drauf. So, warte, ich setze mich mal rein. Das Einsteigen ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Ich kann mir das gut vorstellen, weil du steigst ja von dem Sitz in den Sitz. Weil du kannst... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt... Ja, müsst ihr gleich mal gucken, aber allein diese zentrale Sitzposition und alles. Hat also ein bisschen was von einem... Der F1-Name ist ja nicht umsonst, ja, von einem Formel-1-Wagen, weil er halt in der Mitte sitzt. Aber wie gesagt, also kein Scheiß, hier einsteigen ist doch der größte Abfuck des Lebens, Alter, jetzt mal kein Mist. Ich habe im Sender gesessen und fand das schon echt anstrengend, da reinzukommen, weil so tief und so viel Monocoque um mich herum. Aber hier musst du erst da einsteigen und von da dann rüber, weil du kommst ja von hier, aus der Position, wenn du so stehst, es reicht mit 1,94, ich, da nicht hin. Also das kann, da deine Beine hin und ich, nee. Also das ist, ich denke mal, zum einen aussteigen gibt es, glaube ich, praktikablere Fahrzeuge. Aber das sollte bei McLaren F1 einfach vollkommen egal sein. So, wir werden mal gucken, was wir an diesem schönen Fahrzeug pimpeln können. Ich denke nicht viel, weil... Obwohl, wir könnten einen F1 LM wieder draus machen. Das wäre geil. F1 LM wäre geil, ein Rennwagen draus. Wir gucken mal. Wir schauen mal, was wir Schönes machen können. Es gibt sogar Sachen. Wenn die Ansicht mal ein bisschen weiter weggehen würde, könnte ich auch ein bisschen mehr davon erkennen. Carbon. Ich weiß nicht, ob ich den Einlass machen wollte. Obwohl, das ist die Rennhaube, ne? Machen wir die Rennhaube drauf. Stoßstange. Oh, anders aufgebaute Scheinwerfer, das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Das finde ich hingegen scheiße. Absolut kacke. Was ist das denn? Aber es könnte das die Rennversion sein? Je nachdem. Oh, der Franz Peter sexy. Jetzt gehen wir. F1, wie hieß der? GTR oder F1 LM? Ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall die Rennversion. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß den Namen gerade von dem Ding. Boah. Die hat richtig geile Rennschürzen dabei. Junge, Junge. Die dürfte vom Longtail sein, wenn ich mich irre, die Stoßstange. Die geht zumindest in die Richtung. Es gibt ja noch den Longtail, gab es ja auch. Das will ich gerade nehmen. Wir nehmen schon das hier. Mit Jake Scheibenwerfer. Originale. Ja, wir nehmen die originalen Scheibenwerfer. So. Kotflügel? Wir können da wirklich einen Rennwagen draus bauen. Ich feiere die Jungs ja hart. Wir können den F1 zum Rennwagen umbauen. Absolut. Absolut. Ich bin dafür. Machen wir. Das machen wir nicht. Seitenschweller. Oh, wir können hier echt den Rennwagen draus bauen, ne? Das ist kein Kotflügel, Leute, das ist ein Heckdeckel, aber es, ich lass das durchgehen. Der Zoom reicht nicht, ich sehe nicht, was es alles ist. Ja, nehmen wir den Carbonflügel. Nein. Okay. Auch nicht schlecht. Alter, VLC, deine Mutter! Das ist ja nicht der Wahnsinn, wie ein... Oh. Der Crew 2 wird immer durch VLC unterbrochen. Ich sehe das schon. Ich sehe da so ein. Wir haben F1 LM gebaut. Heißt doch LM, oder? Warte. Ich will jetzt mal kurz gucken. Nicht, dass ich hier. Ich möchte hier keine falschen Tatsachen. Heißt der LM oder GT? Auf jeden Fall die Rennversion. Brutales Teil. Und ich habe ja gehofft, dass wir den nachbauen können. Und wir können es. Das ist ziemlich geil. LM. Wir haben den LM gebaut. Geil, wir haben den McLaren LM gebaut. Hab ich sogar recht gehabt. Haha. Recht gehabt. Tschüss. Boah, das ist ja geil. Das ist ja noch geiler. Das ist ja viel, viel geiler. Jetzt brauche ich noch eine schöne Rennlackierung. Theoretisch gibt es ja die, diese weiße Rennlackierung, deren Name mir gerade nicht einfällt. Hat euch ja keiner nachgebaut, schätze ich mal, ne? Ich weiß gerade den Hauptsponsor von der Lackierung nicht mehr.
Auch Rennlackierung auf jeden Fall. Ich will, wenn Rennlackierung haben. Ist zwar ein Hypercar, aber ich habe den jetzt im Rennwagen umgebaut. Das drauf und dann. Wir lassen ihn clean. Ich mach's mal kurz drauf. Wir machen's mal, ich habe kein Geld mehr. Wir machen gar nicht ein Design drauf, habe ich mich gerade umentschieden. Hashtag-Farben gibt's die hier neben. Oh, das Schwarz ist halt auch böse jetzt. Ne? Aber das Orange ist halt für mich. Oh, aber das Silber, Junge! Boah, das Silber ist ja fett! Ich bin ja kein Silberfreund normalerweise, ne? Ich finde Silber halt einfach unfassbar langweilig, aber. Boah! Der Karre geht das. Ne, wir bleiben trotzdem mal Orange. Aber. Ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man machen. So, da haben wir die Karre fertig. Wir gehen jetzt auch mal damit raus. Weil wir müssen mal kurz noch Teile einbauen. Ich bin nämlich Level 40 geworden im Band Squines. Und dementsprechend haben wir einmal Teile übrig, die wir nutzen können. Die werden wir dementsprechend dann einmal kurz für unsere LM nutzen. Zeitleiste, genau. Da haben wir nämlich. Die nehmen wir für Hypercar. Einmal sammeln. Kachinka. Obwohl ich überlege, die dann aus dem Agera erstmal rauszubauen, weil das Problem ist nämlich, der LM, der F1 ist jetzt nicht so schnell, Alter. Der ist leider jetzt nicht so schnell. 292er Patrick, ja, übertreib halt komplett. Dementsprechend holen wir mal kurz hier über die Teile. Warte mal, wo haben wir jetzt ein Teil bekommen? Dann holen wir das Teil nicht raus. Okay, da Auspuff. Weil die restlichen Teile baue ich mal kurz in den F1 rein, weil, wie gesagt, der ist vom Grundscore. Ihr könnt es gleich mal sehen, wenn ihr es nämlich jetzt gleich seht, wenn ich hier alle Teile mal raus habe. So, wir sind hier bei 280. Der Grundscore hier sind wir bei 248. Also dementsprechend ist es schon okay. Top Speed ist zwar echt ordentlich. Reality Check. Abzeichen verdient, okay. Okay. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt. Ist das schon übel, was der an Topspeed hat. Ich bin mal gespannt, wie wir den jetzt, was der voll aufgebrezelt irgendwann für Topspeed hat. Ich will den auf jeden Fall 23 bauen. 24 sind wir jetzt schon mal. 24 km/h. 680 PS V12 Sauger. Kann man machen. Und ich würde mal sagen, mit dem Ding können wir auch mal ein schönes Rennen machen. Weil die Hypercar-Rennen dauern sowieso lang genug. Dementsprechend gucken wir mal. Dass wir uns da was Schönes raussuchen. Frage ist, dass wir jetzt fahren. Wir haben hier oben. Warte mal, ich mache mal kurz den Filter auf. Weil so, die Übersicht ist halt sonst einfach überhaupt nicht gegeben. Schön nebenbei gerade die Post geklingelt. Der kann mich jetzt gerade mal. Ich habe gerade die ganze Zeit vorher Zeit gehabt. Normal kommt er auch vorher. Jetzt bin ich leider am Aufnehmen. Wir haben hier Teil 1 irgendwas. Detroit haben wir was fahren. Und New York. Alter, New York fahren wir heute nicht. Das ist viel zu viel. Wir können hier. Wir fahren Detroit. Detroit klingt gut. Detroit fahren wir. 11 Minuten 4 vor. Das klingt doch. Klingt doch nach einem Plan für eine schöne Folge. Das können wir ruhig mal machen. 285. Wir sind vom Ende. Theoretisch hätte ich einen F1 auch ungetuned lassen können. Aber egal. Naja, machen wir jetzt so. Hypercar-Rennen sind lang, schnell und verdammt illegal. Also genau Tios Ding. Er fährt seinen P1. Ja, ich weiß, er ist nicht der Typ für den Hybrid. Aber glaub mir, in dem Ding ist er eine Bestie. Eine Bestie mit geringem Benzinverbrauch. Aber eine Bestie. Ja, stimmt, der wäre P1. Wir fahren an seinen Urvater. Seinen Großvater, den F1. Ab geht's. Aber gerade gesehen, die Sitzposition ist halt geil. Ne? Das ist halt schon cool, so in der Mitte zu sitzen. Ich glaube, wenn du damit fährst, ist das halt sau ungewohnt, aber an sich ist das halt eine saugeile Idee. Aber ich finde das geil, dass wir den F1 drin haben. Weil wir glaube ich immer noch eins meiner Lieblings-Hypercar-Sport-Autos. Need for Speed 2 sei Dank von damals, da war der ja auch mit drin. Der ist ein bisschen meine liebe Schuld. Gut so, zeig was du kannst. So, wieder ein schön langes Rennen, deswegen mag ich hier Hypercar-Rennen. Man fährt saugeile Autos auf saulangen, schönen Strecken. Das ist halt eigentlich die perfekte Mischung. Das, was ich eigentlich im Spiel viel lieber, viel öfters haben möchte. Wir haben so eine große Spielwelt. So Ausdauer, lange Rennen wären halt saugeil. Das hatte ja also Q1 mit den Fraktionsmissionen. Gab es ja wirklich sehr, sehr lange Rennen, die man fahren konnte oder wo man halt dann KI drauf ansetzen konnte. Das war halt saugeil, weil wie gesagt, das waren halt so richtige, also bisher nicht für einen Roadtrip nur gefahren, sondern halt auch ein Rennen dabei. Das war halt geil. Das hat halt jetzt die Crew 2, so wie ich das jetzt sehe, bis auf die Hypercast gar nicht. Was ich ja schade finde, weil. Wir haben eine riesige Spielwelt, also mehr als das kann es ja gar nicht mehr möglich sein. Dementsprechend wäre es cool, wenn sie das vielleicht ein bisschen mehr nutzen würden noch in Zukunft. Aber es kommen ja in Zukunft, haben die ja schon im letzten Livestream mal gesagt, für alle Disziplinen noch mehr Rennen hinzu. Also wir werden noch mehr Rennen für die Disziplinen bekommen. Weil manche Disziplinen waren glaube ich zu wenig. Ich glaube gerade mal Alpha GP hat gerade 5 Rennen oder so. Also zum Teil sind sehr, sehr wenig Rennen pro Disziplin. Das wird aber jetzt mit kommenden Updates noch erweitert, was ganz gut ist. Dadurch kannst du ja immer noch mal wieder neue Strecken hier spielen kannst. Freut mich auf jeden Fall. Freut mich sehr, dass auf jeden Fall das Spiel ein bisschen langlebiger gestalten wollen und auch über die nächsten Monate die Spiele immer was zu spielen haben wollen. Im Moment bin ich halt, neben dem, der jetzt halt Play mache, immer im Hintergrund am Grinden, die Blöde. Also halt Geld am Farmen, Fans am Farmen, um halt hochzukommen vom Level. Das ist eine sehr schöne Strecke für ihn, aber der fährt sich nebenbei auch unglaublich gut.
Okay. Jetzt noch eine Aussage. Der fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Der ist extrem ruhig. Guck mal, was das Cockpit, weil er so ein besonderes Cockpit hat. Ja, natürlich! Obwohl ich den Cockpit-Wessel, die wir im Spiel gar nicht so sehr mag, weil der Fahrer halt eine Lenkbewegung hat. Ich weiß nicht, wie er. Also kein Scheiß. Wenn du bei so weit Lenk schon 90 Grad Kurven fährst, muss es in der Stadt sehr anstrengend sein, keinen Scheiß zu bauen. Nebenbei auch zwei Rückspiegel natürlich in der Mitte, weil da ist ja kein Rückspiegel direkt über dir, weil macht ja keinen Sinn. Dementsprechend hast du links und rechts welche. Sieht hart bescheuert aus, ja, aber hat Funktion. Dementsprechend. Saugeile Karre. Also McLaren F1 immer noch eins der geilsten Autos, die McLaren hier gebaut hat. Danach war ja in der Zwischenzeit ich da mal lange Ruhe. Allerdings auf die Beine gebracht. Und dann ging es ja mit P1 und allem wieder los. Und mittlerweile ist McLaren ja wieder voll am Start, was Super- und Hypercars angeht. Was sehr schön ist, weil sie bauen halt unglaublich geile Autos. Und vom Charme und von der Art und der Weise, wie sie gebaut sind, sind die immer noch sehr nah an der alten Philosophie, finde ich. So auch von der Optik her erklingt sie in der McLaren halt eindeutig. Natürlich sind sie, wie gesagt, mittlerweile turbogeladen. Was aber in der aktuellen Zeit, oder Hybrid demnach, in der aktuellen Zeit aber vollkommen legitim ist. Weil du einfach viel mehr Leistung leichter generieren kannst. Mit Turbo kannst du halt einfach mehr Leistung aus dem kleineren Motor holen. Hier hast du halt einen riesen V12-Motor drin, der klar natürlich 600 PS leistet, was eigentlich nicht so viel ist. Aber halt dank der Windschnelligkeit so, das Ding halt einen unglaublichen Topspeed liefert. Was halt echt geil ist. Super. Ja, bisher. Alle hinten kommt einer. Okay, ich wollte schon sagen, bisher haben wir sie gut abgehängt, aber hinten ist noch einer. Wir haben im Moment aber auch sehr leichte Straße. Die letzte Strecke fand ich ein bisschen schwieriger mit den Hypercars. Ich kann auch sagen, dass der F1 einfach besser liegt. Also der liegt halt wirklich unglaublich gut. Der geht halt echt schon gut voran, ey. Der ist wirklich nicht langsam. Ich werde mal gucken, ob wir für jedes Hypercar-Rennen ein neues Fahrzeug nehmen. So viele sind es ja leider auch nicht, aber theoretisch könnte. Boah, fuck. Oh, viel zu weit raus, scheiße. Theoretisch wäre es ja möglich, weil wir haben genügend. Muss ich zwar immer ein bisschen grinden, aber da kann man ja zwischendrin immer dann mal andere Klassen wieder bringen. Also dementsprechend, denke ich mal, nächste Folge fahren wir wieder ein anderes. Also nächstes Hypercar-Rennen fahren wir wieder was anderes. Schönes McLaren Duell hier an der Spitze. Ah, fuck! Die Verbremsung ist immer mein großes Problem hier. Du musst wieder an ihm vorbei. Ah, Russell auch wieder dabei im LaFerrari. Den kann man eben bei nicht kaufen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie sie den Zettel 1 konnte man ja kaufen und per Level 100 gewinnen. Ich weiß nicht, ob man den kaufen dürfen sollte. Es ging auf jeden Fall. Wie gesagt, beim LaFerrari geht es nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Den kann man wirklich nur über den Kühltrank freischalten. Beim Zettel 1 war das eigentlich auch so geplant. Wie gesagt, man konnte ihn kaufen. Also ich konnte ihn kaufen. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja noch lange nicht Level 100. Die Jungs mal wieder ab. Ein bisschen Oldschool-Technik. Das Ding macht schon echt Bock, ey. Aber da können wir für jedes Hypercar ruhig gerne auch ein anderes Auto nehmen. Da muss ich zwar ein bisschen grinden und so im Hintergrund, aber das mache ich ja gerne. Das reicht, weil ich sie auch fahren will. Ich will sie auch alle haben. Dementsprechend ist es ja auch vollkommen okay. Dann haben wir dann geile, schöne, lange Rennen. Mit geilen, schönen, geilen Kisten. Das ist halt, ist einfach so schön. Ich muss sagen, von vorne ist er sehr zeitlos. Ne? Ich finde die Front halt auch mit den Scheinwerfern und allem vom Design her relativ so ist der Auto, finde ich auch jetzt nach, wie Jahre sind das jetzt? 25 Jahre, meine Fresse, Alter, so alt schon. Nach 25 Jahren finde ich, sieht er von vorne immer noch eher anständig aus. Beim Heck siehst du halt das Alte, aber diese Rückleuchten von dem Typ her, dafür baust du halt jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr so. Da bist du mittlerweile viel auf LED und allem umgeschwankt. Also das ist doch ein sehr einfach designtes Heck mit diesen runden Rückleuchten. Das ist das Einzige, was dann halt so relativ einfach ist, von der Front finde ich noch relativ sogar modern aussehen. Also zu wissen, für 25 Jahre sieht er nicht danach aus. Aber ich würde sowieso nicht gegen einen Nein sagen. Nebenbei, Robert Atkinson hat er auch einen, oder zwei, glaube ich, sogar. Der einen, glaube ich, zerlegt, also der Mr. Bean gespielt hat. Ich glaube, er hat zwei, also hat einen, weil er einen zerlegt hat, so. Geht auf dem Rand gut ab, ey. Da geht es mir maximal Topspeed eigentlich Serie erreicht. Wir haben aber mittlerweile so viele Perks drin, dass die Karre halt noch ein gutes Stück über die 391 drüber hinausschießt. Damit auch keine Probleme hat. Da
sah nebenbei auf der Route, die uns vorher angezeigt wird, erst so aus, wäre es voll die langsame Strecke, weil es so viele Kurven waren, aber ja, wenn man dann reingezoomt hat, ist das hier relativ harmlos und viel Vollgasgehacke. Was ich ja gut finde, fahren ja mein Hypercars. Gut, immerhin fahre ich jetzt mittlerweile einen Rennwagen eigentlich. Das Ding ist mittlerweile ein Rennwagen, was ich hier aufgebaut habe, kein Hypercar mehr. Vielleicht finde ich immer noch, dass das 850 Speziale hier drin ist, immer noch bekloppt, weil es für mich einfach überhaupt gar kein Hypercar ist. Es ist eindeutig kein Supercar, kein Hypercar. Und wenn ich dann sehe, was dann bei den Supercars dabei ist, auch bei den normalen Straßenfahrzeugen, und dann kein Hypercar ist, dann ist... Ja, keine Ahnung. Der 450 ist der einzige, den ich da nicht so ganz reinziehen würde. Die restlichen passen schon. Obwohl der Aventador, denke ich, auch noch so eine Grenze ist. Also der Aventador sehe ich auch noch... Ja... Der Centenario ist ja auch nicht Centenario, der... wie heißt das Scheißding denn nochmal? Der Narius ist nicht, sondern der... Der andere Super Lamborghini da, der hier mit drin ist. Der ist für mich Hypercar, weil das ist ja vom Aventador so die Endstufenversion. Dementsprechend, aber ja. Gut. Letztendlich kann man sie alle auf Hypercar-Niveau bauen. Das ist ja alles kein Thema. Dank den Tuning-Möglichkeiten hat man ja. Ist ja alles am Ende Hypercar, wenn man es damit nicht anstellt. Die Hälfte haben wir gleich. Der Rekord liegt bei 11 Minuten. Junge, ist der gehackt! Wir liegen über 8 Minuten bei 50% gerade mal. Entweder fahre ich verdammt scheiße oder der Karre ist auch verdammt lang. Aber wir sind auch verdammt lang genommen. Der Karre hat noch deutlich mehr Potenzial. Mich interessiert, was die Hypercars am Ende so ein Maximalspeed rauskriegen. Das würde mich gerne mal interessieren. Ich sag, Street Racing habe ich jetzt mittlerweile einige schon auf 280 hoch. Also, weil ich halt grinde mit Street Racing. Habe ich da mittlerweile, ich glaube, 4-5 Autos schon auf 280 komplett hoch. Man kann mir aber mittlerweile auch so mit Teilen ausgestattet, dass er mir halt mehr Geld oder eben Fans je nachdem bringt, was ich lieber haben möchte. Ich habe also dafür Teile extra, dass ich halt einen Boost bekomme. Dementsprechend geht das dann relativ flott. So, dankeschön. Ich kann mir das jetzt überlegen, wir haben jetzt hier relativ viel Highspeed-Autobahn. Da kann man auch hier nochmal gut Zeitpunkt machen. Ja, allein hier mal holst du natürlich viel Zeit raus, wenn der. Weil jetzt ein Hypercar so voll aufgebaut ist, hast du halt viel mehr Topspeed, holst bei solchen Abständen natürlich Sekunde um Sekunde raus. Brauche ich nur reden, das macht super viel aus. Ja, hör grad nur noch Vollgas hier. Alter! Ja, fahr auch Topspeed, mehr geht nicht. Mehr lässt der F1 gerade nicht mehr zu. Brauche ich dafür nicht verschwenden, da passiert nämlich nichts mehr. So, ein bisschen vom Gas und wieder voll drauf. Ah, 11 Minuten? Ist aber ja sportlich, ey. 11 Minuten ist auf jeden Fall sportlich, ey. Puh. Aber wie gesagt, auf solchen Abschnitten, wenn du da halt schneller als 4,25 fahren kannst, was das Aguera ja schon konnte, dann holst du natürlich Zeit ohne Ende raus. Aguera ja mal eingeschlossen. Liegt halt wie ein Brett, Alter. Das Ding fährt sich so traumhaft. Hackst einfach Kurve nach Kurve den Teil. Boah. Das ist schnell. Hoppala. Leicht ein Wheelie hingeschoben. Kurz an der Wand hochgefahren. Kann ja mal passieren. So, 66%. Zwei Drittel rum. Hier kann man ruhig mal wieder nicht Niveau nutzen, jetzt kriege ich keine Ahnung, wieder auf Topspeed. Mich würde interessieren, wie viele Vorsprünge wir mit haben. Das zeigt ja alle. Hör auf mich zu, wir seppen bei sowas. Schön auf 100 km/h zurück, wenn du gerade voll drauf fast 400 gefahren bist. Geil. Da geht unser Vorsprung gleich, wird mich Pech ab. Da brauche ich sehen noch nichts, okay. Ich würde ja gerne sehen, wie viele Vorsprünge wir haben. Aber es zeigt aber den Halbbackerinnen komischerweise irgendwie nicht an, ich weiß nicht warum. Das zeigt ja irgendwie nicht an. Das heißt, wenn der Abstand zu groß ist, dass er einfach dann ausblendet. Dass er zu lange dauern würde, um zu messen. Alter! Oh. Entschuldigung, der rutscht ein bisschen seitwärts. Nicht meine Schuld, das war ich schon, ja, aber das können wir vor Gericht noch sicher irgendwie drehen. Also nicht sich auf die Seite drehen, das hatten wir schon, aber Sie wissen, was ich meine. Hier ein bisschen Geld, die Reparaturkosten. Wagen sich ja noch zustande, wenn du mit 83 in den Zeck geschossen bist. Du müsste gerne auf die andere Seite. Ich würde gerne auf die andere Seite. Boah. Die passt ja gerade richtig super. Ich fahre ja gerade nach Miami. Mit Vollgas.
alles gut, super, danke. Musik passt gerade sehr gut, weil wir gleich schön am Meer sind. Wir fahren die ganze Zeit schon am Meer lang, aber dennoch. Jetzt erstmal Surfbrett auf den McLaren schnallen. Das wäre ziemlich episch, hier ein Surfbrett draufzulegen. Das wäre schon leicht brutal. Hier sieht ein bisschen Gesprächsstoff aus, weil es halt wie ein Roadtrip ist, nur dass ich auf Zeit baller. Also das sind Gegnerballer, die jetzt nicht wirklich extensive, weil McLaren halt einfach okay ist, leider. Ich habe mal halt relativ hoch getuned, dank dessen, dass ich Teile vom Agera reingebaut habe. Die Teile haben sich gar am Agera gerichtet, dementsprechend, ja, sind wir jetzt schon auf Agera-Niveau. Schön, wir kriegen gerade im Rennen wieder ganz schön viele Teile. Ich glaube, ich kann wieder schön hochpiepen. Aber 11 Minuten ist gut, Alter. 11 Minuten ist echt sportlich, ey. Muss ich irgendwann nochmal fahren, da drin, weil ich mal voll aufgebautes Hypercar habe. Nur mal zu gucken, was ich zur Zeit nicht mehr bekomme. Was mich interessiert. 11 Minuten 50 schon. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Alles andere als verkehrt. So, kurz ein paar Kurven gefahren. Reicht jetzt auch wieder. Und wieder geradeaus hacken mit Vollgas. Wir kommen mal in den Hypercar-Rennen von The Crew 2. Ist. Wir sind schon am Roadtrip, nur sehr, sehr, sehr kurz und knapp gefasst. Also ihr seht halt nicht viel von der Stadt, ihr müsst euch halt relativ gut konzentrieren, irgendwas mitzubekommen. Weil bei 400 Sachen ist halt relativ schnell alles um einen herum weg. Ach, jetzt zeigt das ja an. 27,8 Sekunden Vorsprung. Ach Gott, kann ich ja noch 5 meine Van reinschippern, das wäre kein Thema. Wenn wir jetzt auch nicht mehr in einem Highspeed-Abschnitt sind, machen die auch nicht mehr so viel damit. Gut! Trotzdem versuche ich gerade effizient meinen Vorsprung wegzuwerfen. Ich merke gerade schon. Im Inneren möchte ich ein Head-to-Head-Duell direkt auf den letzten Geraden haben. Ja, Verkehr. Leider viel zu schnell für solche Straßen. Junge! Boah! Der hat keine Chance. Alter, ey, meine Reaktionszeit ist in der Uhrzeit noch nicht so möglich. Bin ich froh, wenn ich überhaupt wem ausweiche, ey. Dass ich hier alles reinfahre, ist ein Wunder. Ich fahre hier einfach mit 83 durch die fucking Innenstadt. Und es ist auch relativ düster hier in der Innenstadt. Also dementsprechend sehe ich die meisten Autos erst viel zu spät. Die letzten 4% noch. Kein Scheiß, man erkennt Autos extrem spät oder bin ich nur so doof. Also da ich gespoilert habe, sehe ich sowieso noch weniger, weil es halt für mich mir voll hell die Fresse leuchtet. Wenn es dann halt ein bisschen zu dunkel hier im Spiel ist, habe ich echt Probleme, manche Sachen zu erkennen. Was so geil ist. Da dann halt Verkehr. Sehr gut, und wir holen das Ding jetzt auf jeden Fall nach Hause. Locker flocken geht das auch ein bisschen leichter, aber die Strecke war auch ein bisschen, ja, war auf jeden Fall leichter als die letzte, weil die letzte durch den Wald und sowas ist schon ein anderes Thema mit dem Hypercar, weil du einfach viel zu schnell für jede Kurve bist. Und hier ging es halt, wir hatten sehr viele Highspeed-Abschnitte jetzt hier. Am Ende in Miami war es nochmal relativ kurvig eng. Aber sonst war das jetzt relativ entspannt. Sehr schön. Und damit ein weiteres Hypercar-Rennen absolviert. Gibt noch wieder schön Cash, Monetas. Und Fans auch. Vor allem bringt das eine Menge Fans. Und Teile. Oh wow, fast nur grüne. Geil. Ja, voll scheiße. Was ist Zweiter geworden? Du bist da draußen ziemlich erfolgreich. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Siege sind keine Selbstläufer. Wirst du übermütig, wirst du nachlässig. Doch, Siege sind Mitläufer. Die laufen mit uns mit. So, wir haben Punkte. Die verballern wir mal ganz kurz wieder. Ich baue jetzt rutschig und matschig hier vollkommen aus. Danach mache ich was anderes. So. 7 Teile. Besser. 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 Auch besser. Auch besser. Sehr gut. 4,23 km. Whisky-Schwäger haben wir jetzt noch nicht wirklich damit gesteigert, aber dann haben wir den Agera auch mal wieder kurz ein bisschen mit Leistung voll, bis er wieder ein bisschen Liebe bekommt. Kann er nämlich seine alten Teile wieder haben. Wie hat der jetzt Topspeed? Würde mich interessieren. Alter, 4,43 ist einfach mal 20 km Unterschied. Junge! Puh! Leistungsex ist ja sogar weniger, aber ist auf jeden Fall schneller als der
F1. Aber trotzdem bin ich jetzt mal raus für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne Daumen und da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der kommenden Folge wieder. Bis dann. Tschö.